Herzlich willkommen zurück in unserer Todesgrube. Heute wollen wir ein paar Raubzüge machen, ein paar andere Spieler überfallen. Vorher wollte ich nochmal kurz zum Heldentrainer, weil wir uns, glaube ich, hochleveln können. Nein, können wir nicht. Wir müssen einen Klasse 2 Heldentrainer dafür haben. Das Architektenbüro dauert noch 25 Minuten. Na gut, komm, wir wollen nicht so sein. Wir hauen unseren Shot heraus. Ein Schloss muss mit 8 Pfeilen ausgestattet sein. 4 Räume können wir im Schloss jetzt bauen. Aber zuerst möchten wir ganz gerne den Heldentrainer upgraden. So, wie können wir jetzt hier einen zusätzlichen Raum bauen? Geht das übers Architektenbüro? Goldmine, Lebenskraftmine, Räume. Ah. Hier können wir Säle bauen. Sollen wir so einen Exile mal nehmen? Corner, okay. Kaufen wir. Und den machen wir einfach hier dran. Ich würde diesen Raum gerne abändern, dass er nicht einfach so da durch kann. Okay. Entferne die nicht verbundenen Räume. Die bringen sowieso nichts. Wieso ist er denn nicht verbunden? Aber dann möchte ich den hier bitte ändern. Ja. Wie geht das? Entfernen? Nein. So, wir hier Gegenstand ins Inventar befördern. Ja, hier. Im Inventar. Gut. Den Raum würde ich gerne ändern. Funktioniert das? Gegenstand bewegen, Gegenstand drehen, Gegenstand bewegen. Ja, Gegenstand wählen. Den Raum will ich wählen und dann bewegen. Habe ich noch nicht so ganz raus, wie wir das machen. Wie wir Räume abändern können. Na gut, befassen wir uns ein andermal mit. Wir wollen erstmal ein bisschen plündern gehen. Schloss jetzt Anpassung. Ah, hier können wir unser Schloss ein bisschen abändern. Okay. Angreifen. Den Angel Shadowy haben wir schon gut auseinandergenommen. Dann würde ich sagen... Haben wir denn hier irgendwas Forderndes mal? Level 6, Level 5, Level 5. Xen 5 Ninja. Durchschnittliche Dauer 1,46. Greifen wir natürlich an, um 2 goldene Kronen zu verdienen, was auch immer wir da später mitmachen können. Was hat er denn für uns vorbereitet hier? Okay, das gefällt mir schon mal nicht. So viele Tonnen. Zack. Ekelhafte Tonnen, da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, Stage 1 erledigt. Ein bisschen AP haben wir verloren. Wir schauen mal weiter, was er so für uns hat. Die können wir auslassen, die Gruppe. Die nicht, das sind 3 Knochenspieler. Direkt in die Ecke weg. Oh, wir haben was Tolles gefunden, glaube ich. Einen goldenen Ring. Unser erstes goldenes Item übrigens. Werden wir gleich direkt mal schauen, was er uns gebracht hat. Können wir die Tonnen umgehen? Können wir nicht. Dann wollen wir sie doch auseinandernehmen. Ah, jetzt sind wir genau in die Puppenspieler rein. Das war klug gemacht. Die nehmen wir natürlich zuerst auseinander. Wir haben ein Level-Up, was uns erstmal gar nichts bringt. Solange unser Heldentrainer nicht aufgerüstet ist. Zack, 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 zack. Alles erledigt. Und dann kommen wir, ich denke, in den finalen Raum. Da hat er noch ein Minenfeld. Ein bisschen was. Ein Hühnchen steht da auch noch. Ah. Wir müssen diese Schnoddertypen wegmachen. Ich glaube, die hauen uns den ordentlichen Schaden rein. Zack, wir brauchen mehr Mana. Okay. War auf jeden Fall netter gemacht als das andere Schloss. Herzlichen Dank, Xen 5Z Ninja. Und wir waren zu langsam. Gibt's doch nicht. Okay. Trotzdem herzlichen Dank, wir sind nicht gestorben.
Hat mir gut gefallen. Kriegst einen Daumen hoch von mir. Leider konnten wir deine Schätze nicht plündern. So, jetzt können wir auch den Helden... Ja, immer noch nicht upgraded. Ja, wir hauen noch mal ein paar von den Binks raus, heißen die. Damit wir unseren Helden upgraden können und noch ein bisschen was machen können in der Folge. Und dann müssen wir darauf achten, dass wir auch immer die Upgrades da haben. Dann graden wir einmal den Helden hoch. Und wir haben die Fähigkeit Flammenmantel. Okay. Hm, sehr schön. Gib dich mit einer brennenden Aura, die pro Sekunde allen Asche in der Kurve durch den Schaden zufügt. Ja, ich nehme das der Schmettern einmal raus. Den Kief und den Charge möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Wir gehen aber nochmal zum hellen Trainer. Ich glaube, wir können noch ein Level hochgehen. Was haben wir denn? Forschungslabor. Können wir da wieder was forschen? Nein, dann brauchen wir eine Stufe 3. Was gehen wir als nächstes an? Was auszubauen? Mit dem vierten Raum, das habe ich noch nicht verstanden. Aber das machen wir nächste Folge. Wir müssen nochmal ein bisschen was plündern hier. Hellentrainer. Erfordert EP-Balken Level 6. Okay. Wir schauen uns eben den Ring an. In unserem Inventar. Wir haben noch ein bisschen Verteidigung im Inventar. So viele Kreaturen, so viele Fallen. Ach, wir sind im Schlossinventar. Okay. Nicht verkäuflich. Kann sich Dinge aufeinander stapeln. Was sammeln wir? Wie kann ich diesen Raum denn abbauen? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Ich weiß es nicht. Abreißen, geht das irgendwie? Gegenstand bewegen. Ah, guck an, guck an. Guck an. Sehr gut. Nein, die Verteidigung bleibt stehen. Ah, jetzt nimmt das doch alles Form an. So, wir können einen Raum dazu bauen. Und zwar nehmen wir am besten die Kreuzung. Ja, verbinden, du bist witzig. Ich will auch die Kreuzung dahin bauen. Dann nehmen wir erstmal diese Kreuzung. Das Schloss ist nicht ganz in Ordnung. Macht erstmal nichts. Den können wir nämlich bestimmt drehen. Perfekt. Jetzt nehmen wir ihn uns und verschieben ihn hier hin. Genau wie den Eingang. Ja, erst drehen. Ist ein bisschen komplizierter als gedacht. Okay, so muss es funktionieren. Ha! Schon haben wir einen Raum mehr in unserem Schloss. Perfekt. Das heißt, wir statten ihn auch direkt mal aus, bevor wir nochmal auf Raubzug gehen. Eigentlich wollten wir nur mal den Ring begutachten. Aber wir müssen natürlich in diesen Raum noch ein bisschen was reinsetzen. 75 Verteidigung. Für Kreaturen hierzu, um das Schloss zu verstärken. Hm. So, wir wollen ja nicht direkt den Gegner überrennen. Ein paar Tonnen kommen auch noch dazu. So. Ja. Er wird direkt gerüstet von einem Puppenspieler. Geht hier. Das ist natürlich. Dann die Krönung. Wunderbar. Angreifen. Das hat mir nicht gefallen, dass ich deinen Loot nicht bekommen habe, Kollege. Aber wir werden uns nochmal sehen. Lopez ist jetzt dran. Hat etwas mehr Verteidigung, viele Fallen. 6 Helden schon besiegt. Wir halten 2 Kronen. Aber wir sind ja schon Level 6, das heißt, wir können ja eigentlich schon mal in die Richtung gehen. Wollen aber nochmal kurz schauen, was wir im Inventar haben. Das kann weg, das kann weg, das können wir nämlich nicht tragen. Das ist auch nicht so gut. Magier brauchen wir nicht. 8 physische Rüstung. Kettenhandschuhe. Herzlichen Dank. 1 physische Rüstung. Nehmen wir auch mit. Brauchen wir nicht. 3 physische Rüstungen. Wird ja immer besser. Eine neue Waffe wäre ganz cool. So. Ah, schau an, schau an. 8 Schaden. 3% weniger Crit.
kommt weg. Sehr gute Handschuhe. So langsam nimmt unser Equip Form an. Der Kolben ist genau das gleiche. Haben wir einen Ring, der ein bisschen mehr magische Rüstung gibt. So, was haben wir hier? 6 magische Rüstung, 2 Crit, 4... Jawoll. Perfekt. Hat sich doch schon wieder gelohnt. Schütze brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und dann ziehen wir einfach mal dieses neue Schwert an. Scheiß auf die 3% Crit. Lebenskraft. Okay. Mein lieber Freund Kavazol. Vielen Dank, dass ich dein Schloss angreifen darf. Das Schloss ist geschützt. Ach so, das heißt, man kann es gar nicht plündern. Das macht nichts. Dann nehmen wir halt Rian. Rian, wie auch immer. Gibt auf jeden Fall eine Latte EP, wenn wir es schaffen sollten. Ich bin gespannt, was du für uns auf Lager hast, Rian. Wie viel Zeit haben wir? Das weiß ich nicht. Hier haben wir schon mal ein Zyklop, Level 4. Das Schwert ist recht langsam. Verteidigungs-Etrons. Wir ziehen mal über den Flammenmann an. Ja, langsames Schwert, aber es macht gut Schaden. Zup. Wir stürmen auf die Ärmlinge einmal zu. Wir haben ein Slowfeld. Was das macht? Was sind das? Sniper! Okay. Wir brauchen unbedingt einen Heiltrank. Das ging gerade nochmal gut. Wir müssen auf jeden Fall zuerst dieses Skelett-Sniper-Schützen immer loswerden. Weil die doch schon ordentlich reinhauen, wie ich gemerkt habe. Hui, okay, du forderst uns. Das gefällt mir gut. So, zuerst du. Und dann kümmern wir uns um den Zyklopen. Ein bisschen Lebenskraft. Nehmen wir nochmal hier. Und direkt durch auf die Sniper-Schützen. Sehr gut, dann nehmen wir als nächstes die Puppenspiele auseinander, habe ich mir so gedacht. Ab hin. Da haben wir noch ein bisschen Lebenskraft, können wir gut gebrauchen. Wo ist der zweite Puppenspieler? Da hinten. Also dieser Flammenmantel, der haut natürlich gut rein, gerade gegen dieses kleine Viehzeug. Da haben wir noch einen Puppenspieler. Weg. Und jetzt aber schnell den Schatz looten gehen. Haben wir es geschafft? Das sieht so aus. Perfekt. Ein Tänzchen. Wunderbar. Ja, Rian, herzlichen Dank für dein Gold und dafür, dass ich dein Schloss plündern durfte. Die Skelettbogenschützen haben sehr reingehauen. Hat mir gut gefallen, hat mich gefordert. Ja, dann müssen wir die Quest auch erledigt haben eigentlich. Kauf einen Heiltrank bei der Trankbrauerei. Besiege 5 Verteidigungstrons. Ach, das sind dann andere Achievements. Herausforderungen können wir noch nicht machen, da wir ja keine Freunde haben. Und als nächstes geht es dann daran, Level 5 zu werden. Wir kaufen mal eben den Trank. In der Brauerei. Tränke brauen. Ich glaube, er meint aber diesen Heiltrank. Würde Sinn machen, wozu ist die Werkstatt? Stehen hier mehr Arbeiter zur Verfügung? Dann wollen wir das natürlich als erstes machen. Kostet 10 von diesen Dingern. Egal, machen wir direkt zweimal. Zack. Weil wir es ja haben. Wir haben 3 Arbeiter, sehr gut. Dann wollen wir als allererstes die Brauerei einmal upgraden. Um die Heiltränke freizuschalten. Das machen wir ganz nebenbei. Das Beschwörungsportal. Ne, wir nehmen zuerst das Schlossherz. 6. Okay. So viel Speicher haben wir gar nicht. Dann unseren Lebenskraftspeicher einmal upgraden. Und unseren Goldspeicher. Goldspeicher, ne, das lassen wir erstmal. Das Forschungslabor. Kostet 700. Benötigt Beschwörungsportal Klasse 5. Okay. Upgrade. Jawohl, 3 Minuten. In der Zeit können wir nochmal einen kleinen Raubzug starten. Wir müssen ja sowieso auf Level 9 kommen. Mir gefällt es übrigens sehr, dass ich die Schlösser der anderen Spieler angreifen kann. Auch nur einmal, dann sind sie geschützt, wie man sieht. Sadistic Pickle hat schon 2. Er hat sogar 18 Kronen. 85 hat Walda jetzt. 153, ach herrje. Also hier geht ja gut die Post ab bei den Jungs und Mädels.
Greifen wir erstmal den Kollegen hier. Wo war er denn mit den zwei Kronen an? Sadistic Pickle. Schöner Name. Das Schloss ist allerdings gerade geschützt. Okay. Der Lopez. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ja, wir greifen ihn aber mal an. Ich glaube, das Schloss war gerade geschützt. Das war das Problem. Hallo, Lopez. Oder? Nein, hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Das begrüßen eine recht reizige Klopen, die jetzt nicht so das Problem darstellen, auch wenn sie schon auf Level 4 sind. Ein paar Slow fallen. Evil Chicken! So, Feueraura bitte. Und es gibt geröstetes Hühnchen. Das ist so herrlich, diese Feueraura. Gerade gegen die kleineren Viecher. Machen wir hier auch an. Wir haben wieder Bogenschützen am Start. Wir haben uns schon mal das Leben etwas schwerer gemacht in einem anderen Schloss. Deswegen gehen wir auch direkt auf sie zu, um sie zu erledigen. Feueraura bitte einmal treten. Jetzt verlieren wir doch ein wenig gut Leben. Ah, die Feueraura regelt. Wenn es laufen, halt mich nicht auf. Wir gucken, dass wir in der Zeit bleiben, weil wir sind gut in der Zeit, glaube ich. Herzlichen Dank, Lopez. 2 Gold, 5 Lebenskraft, jetzt nicht die Welt, aber... Ja. Du kriegst eine Bewertung von mir. Ich krieg ein bisschen Gold dafür. Und wir haben wieder 2 Kronen gewonnen. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein NPC-Schloss zum Abschluss. Damit wir so einfach auch mal gemacht haben. Nehmen wir das auf Level 5. Große Brüder. Sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Eben schnell durchrennen, bisschen Gold mitnehmen. Und wir haben es mal gemacht. Genau. Vielleicht fällt ja sogar was ab für uns hier an Loot. Eine gute Rüstung oder so. Zack. Zack. Schneuzer weg. Okay. Das war eine Fähigkeit, die habe ich noch nicht gesehen. So eine Art Schild. Kostet nur Zeit. Ja, wir sollten das Gold vielleicht mitnehmen. Und die Lebenskraft. Ab in die Schneuzer. Ein paar Spinnen. Zack. Weiter geht's. Mit dem Verteidiger-Otron. Dieses Schild nervt. Na komm. Zack, weg ist er. Schnell weiter. In die Spinnen rein. Die Schnäuzer da links lassen einfach mal stehen. Denn wir wollen ja eigentlich nur den Loot. Okay. Jetzt haben wir schon 2 von den Viechern. Aber wir können sie sogar stunnen, wenn sie ihren Verteidigungsgedöns machen. Anscheinend. Einen Kurzmantel haben wir gefunden. Ach komm. Sehr gut. So, ich glaube aber der Kurzmantel ist nur für Schützen gewesen. Vielleicht gibt er uns wenigstens ein bisschen Knaster. Sieg über die großen Brüder. Ein Tänzchen zum Abschluss. Sehr gut. Weiter geht's. Wir schauen kurz unser Schloss. Haben sogar die Verteidiger-Trons besiegt. Noch eine Quest. 2 Stücken Schützen in unser Schloss sollen wir setzen. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Wir werden noch ein bisschen das Schloss ausbauen. Wie ihr seht, können wir mittlerweile 95 Verteidigungswert hochstecken. Und dann geht's weiter daran, feindliche Burgen auszurauben. Wir haben heute kurz was geschafft. Tschüss!